bin in Fischbach auch unterwegs und ich bin auf der Suche nach interessante Leute für meine Zaungespräche. Wobei ein Balkongespräch. Servus! Ist mir genauso recht. Feiert ihr? Ich hab jetzt gedacht, ihr feiert Lockerung. Nein, wir feiern nicht Lockerung. Alles Gute zum Nichtvatertag. Also alles Gute zum Nichtvatertag. Ja. Aha, wie geht's euch? Wunderbar, nicht so weit. Ihr genießt es da oben, oder? Absolut. Heimparty. Weiß ich. Ja. Eine Familie. Ja, aber eine Familie erst einmal Besuch. Eine Bezugsperson ist ja erlaubt. Ah, du bist die Bezugsperson. Genau, richtig. Gut, du sag einmal, du bist so tätowiert. Kannst du mal deinen Fuß schnell rausstrecken? Ja, mach das doch mal. Einfach mehr Bein zeigen. Ja, genau. Wow. Das schaut ja fast aus wie eine Strumpfhosen, was du da anhast. Das Ziel ist, dass man irgendwann mal keine Wand mehr braucht zum Rumlaufen. Also du möchtest wirklich, dass du ganz voll wirst, dass dein ganzer Körper voll wird? Gut, fangen wir aus mit dem Rücken und dann kann man irgendwie schlecht aufhören. Das ist irgendwie so eine kleine Suppe. Sag einmal deinen Rücken. Ja. Darf ich den sehen? Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Der Wahnsinn. Das ist Kunst. Da schau her. Das hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass ich in Fischbach auch eine Striptease-Show kriege. Respekt. Also jetzt wünsche ich euch alles Gute, dir viel Spaß weiterhin beim Tattoos machen. Gell? Und bis man sich irgendwann einmal wieder sieht. Ja. Für euch, servus, feiert noch gescheit. Servus, servus. Und weiter geht's. In Fischbachau, das weiß ich, wohnt ein Hörfunkkollege von BR Heimat, der Andreas Estner. Mal schauen, ob er daheim ist. Hey! Das gibt's ja nicht! Grüß dich! Du wirst das nicht glauben, aber ich besuch dich! Du besuchst mich? Ja! Ich darf dir nicht einmal die Hand geben! Grüß dich! Ich besuche die Leute quasi Zaungespräche über den Zaun drüber. Aha. Weil wir dürfen uns ja jetzt nicht so nahe kommen. Die musikalisch sind oder einen Witz verzeihen können oder Gedicht aufsagen. Anderl, jetzt darfst du das aussuchen, weil du bist ja der Sprecher überhaupt. Oh was fällt dir jetzt spontan ein? Was machen spontan, wir? Ja, jetzt bin ich ganz überrascht. Sollen wir spielen? Spielen wir einen Landler oder einen Jodler? Oder ja. Mit der Klarinetten? Hast du Noten? Oder was hast du? Mit der Zirch könnte man spielen. Machen wir jetzt lieber. Ich habe schon zwei Monate nicht mehr Klarinetten gespielt. Weißt, mit der Corona-Krise bin ich nicht mehr zum Spielen gekommen. Bist du nicht mehr zum Spielen gekommen? Nein. Das hat mit meiner Frau jetzt nach 4 Jahren zum ersten Mal zusammengespielt. Die ist eine Harfenistin. Ehrlich? Und das war ein ganz, ganz schöner Moment. Das ist ja lustig. Wer bist denn du eigentlich? Ich bin Froni. Du bist Froni? Ja. Froni, grüß dich, nicht Raudi. Grüß dich. Ah, du bist eine Harfenistin? Ja. Und dann kann man zu dritt spielen. Kann man machen. Das ist ja lustig. Aber jetzt reden wir noch ganz kurz fertig. Ja. Was stellst du da fest bei der Musik? Ich stelle fest, dass man es wieder intensiver wahrnimmt. Ja. Dass es nicht mehr so laut und so schnell sein muss. Ja. Weil man es wieder intensiver wahrnehmen kann, weil man selber mehr dazu zurückkommt. Aha. Das stelle ich schon fest. Auf alle Fälle. Und in deine Sendungen denkst du anders, dass man es jetzt irgendwie anders gestaltet? Ich glaube, ich denke jetzt bei den Sendungen noch viel stärker an die Leute. Was sie brauchen, was ihnen gut tun kann. In der jetzigen Situation oder auch die letzten 2 Monate war es so, dass man immer versucht hat, die Leute was zum Schicken über ein Radio, was ihnen gut tut, was sie entweder aufheitert oder was die Seele streichelt oder was einfach gut tut. Ja. Ja, genau. Ja. Das war schon stark. Und ist auch immer noch. Ja. Ich hoffe, es bleibt was von dem Ganzen. Ich glaube auf alle Fälle. Ja. Weil wir es einfach spüren, weil wir brauchen was für unser Herz und für unsere Seele, ja, so wie du es gesagt hast. Ja. Ja, du dann. Also, das heißt, ihr spielt Herr Rentner am Zaun und ich spiele am Herr Rentner. Probieren wir es aus. Trennt und Herr Rentner. Trennt und Herr Rentner. So müsste man es irgendwie machen, oder? Über den Zaun. Und schon ist eine neue Gruppe gegründet: die Zaunmusi. Schön war das jetzt mit dem Anderl und der Froni Estner. So ein Musi passt zum Leitzachtal, das am Anfang der Corona-Zeit ein Staderort war.
Inzwischen schaut schon wieder anders aus und die Tagesausflügler drängen wieder nahe in die Berg. Für die Fischbachauer geht eine Verschnaufpause zu Ende und der gewohnte Verkehrswahnsinn kehrt wieder zurück. Wie ist es jetzt für euch, wenn wieder so viel Verkehr ist? Enorm. Nicht gut. Ja, nein, weil es furchtbar laut ist auch. Und wenn du da über die Straße wächst oder so, gell, du musst schon schauen, dass du da nicht überfahren wirst. Hat sich das verändert? Hat das gewohnt, dass es ruhig ist. Muss ich sagen, am Himmel keine Strafe, wir haben wunderschönen blauen Himmel. Und jetzt Himmel am Sonntag war das erste Mal, wo wir gesagt haben, ja, um Gottes Willen, was ist denn da wieder los? Wo kommt ihr jetzt her? Wir kommen jetzt vom Schwarzenberg. Wir waren am Berg und da müssen wir ganz bald in der Früh gehen, weil sonst, neulich sind wir runtergegangen, das war am Sonntag. Sonntag, ja. Auch um die Zeit, um 10 Uhr runter, dann haben wir aufwärts schon 48 Leute gezahlt, die aufwärts gegangen sind. Sind wir neugierig, wie viel, dass wir heute wieder Überschwemmung kriegen. Aha, Völkerwanderung, Bergauf, oder? Ja. Was ist für euch jetzt wirklich wichtig im Leben? Gesundheit ist klar, aber was ist für euch wirklich wichtig? Wir sind zufrieden, wir brauchen keinen Luxus, wir haben es ausgekommen, muss man sagen. Wir können zum Essen kaufen, was wir möchten. Wir sind nicht eine, die sagen, wir müssen in die Welt aussehen. Ja. Wir haben Junge uns im europäischen Bereich allerhand angeschaut und das langt uns. Wir sind eigentlich mehr naturverbunden. Wir reisen halt am Berg umeinander. Darf ich fragen, wie alt das ihr seid? Ja, ich bin 74. Und ich 78. Ja, Respekt. Ja. Und wie lange seid ihr verheiratet? 54 Jahre. 54 Jahre? Das braucht aushalten, gell? Gegenseitig aber. Und das, dass ihr miteinander in die Berg geht, das hält euch jung und frisch? Und das war immer schon so. Wir haben immer schon am Berg gegangen. Genau. Macht ihr Musik auch? Nein, Chorsinger. Chorsinger. Da geht ja momentan gar nichts. Da geht im Moment gar nichts, was sehr schade ist. Könnt ihr nicht kurz einen kleinen Standteil singen? Ganz ein kleines. Oh, nein. Jetzt pass auf. Da haut es uns um einen anderen. Ja, singen Sie nicht miteinander irgendwie daheim? Weniger. Höchstens, wenn irgendwas im Radio kommt. Ja, dass wir mitsingen, schon so. Oder ich bin mit der Zirkmusik spiel und ich singe dazu. Oder so. Fällt euch jetzt nichts ein? Nein. Das fällt mir momentan gar nichts ein. Da müsstest du etwas anstimmen, wo wir vielleicht auch kennen oder so. Und ich tue, was ich will, und ich tue, was ich möchte, und ich mach mir nix draus aus die Ratschattenleid. Holla, die Odiri, holla, die Odiri, holla, die Odiri, holla, die Odiri. Und so weiter. Schön. Also schön, dass ich euch kennengelernt habe. Ich sage jetzt einfach BX, das heißt, bleibt gesund. Genau. Nicht nur Berg geht heute jung, auch das gemeinsame Singen. Und von den zwei begabten Amateuren geht's jetzt zu einem echten Profimusiker, dem Andreas Hinterseer. Er spielt in der bekannten Gruppe Quadro Nuevo Akkordeon und muss jetzt, wie alle Musikanten, eine Zwangspause einlegen. Andreas, servus! Du, ist dein Papa da? Grüß dich, Andreas, servus. Ein kleiner Überfall. Jetzt darf ich dir die Hand gar nicht geben. Darf mir einer? Ich habe eigentlich gedacht, wir machen Zaungespräche, aber es ist wahnsinnig laut. Der Garten ist, glaube ich, leiser. Darf man Garten gehen? Ja. Wir folgen. Wie viele Konzerte sind jetzt abgesagt oder verschoben bei euch, bei Quadro Nuevo? Also wenn wir, also ich schätze mal 100 bestimmt. Wahnsinn. 100 bestimmt und die anderen sind so wackelig oder werden umgebaut. Das ist ja sehr viel. Das heißt, ich meine, du bist es gewohnt, dass du in der Weltgeschichte umeinander fliegst, fährst, dass ihr einfach viel unterwegs seid und jetzt auf einmal da zum Sein und zum Sagen, heute nichts zum Spielen, morgen nichts zum Spielen, übermorgen nichts zum Spielen. Was passiert da innerlich? Also ich meine, irgendwann ist Geld aus, das versucht man so lange wie möglich hinauszuzögern. Aha. Aber jetzt, dass ich deswegen nicht schlafen kann, es gibt immer irgendeinen Weg. Aha. Man kann immer irgendeine gute Idee haben oder sich mit jemandem
verbinden, der auch eine gute Idee hat. Und unsere Veranstalter sind ja total hilfsbereit. Also die versuchen auch was zu organisieren, Livestream. Ja. Habt ihr jetzt gehabt? Haben wir das jetzt war gehabt. Ein großer Erfolg. Das war super. Ja. Wie denkst du jetzt in Zukunft, wie geht es mit unserer Kultur weiter? Also die Leute sind jetzt sehr auf Entzug. Ich meine, ein Internetkonzert ist kein Ersatz für ein richtiges Konzert, wo sich die Leute treffen, wo sie so miteinander ringen und zusammenkommen. Und das wird bestimmt jetzt noch eine Zeit so gehen. Bis irgendwann muss das einmal gelöst sein, auf irgendeinem Weg. Und dann schwappt es wieder zurück. Dann denke ich mir, dass die Leute dann ein Bedürfnis haben nach Musik, nach diesem Erlebnis. Und dass dann eigentlich eine große Zeit für die Kultur kommt. Für die jetzt diese Phase überleben. Ich würde sagen, wenn wir jetzt miteinander was machen könnten, dann können wir schon mal die Musik da rausschicken und die Leute freimachen. Einfach ja. Ein Seelenstück oder ein Herzensstück hast bestimmt eins auf Lager, oder? Ja, da gibt es ein ganz schönes Il Postino, kennst du das? Das ist bei dir auf der Webseite drauf, gell? Ja, genau. Genau, das kenne ich. Das kenne ich. Das ist super schön. Meine letzte Station ist die Wallfahrtskapelle Birkenstein, die oberhalb von Fischbachau liegt. An diesem beliebten Kraftort ist es in Corona-Zeiten Start worden. Aber ich hab Glück und die Klosterschwestern Eresta und Theofrieda bei der Arbeit getroffen. Sie sind fleißig, gell? Ja, grüß Gott, Frau Schifferlinger. Ja, grüß Gott. Ja. Ich darf jetzt gar nicht so nah hinkommen. Wenn Sie vielleicht ein bisschen vierer kommen, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, aber das ist unser Dienst. Das ist euer Dienst? Ja. Habt ihr viel Arbeit zur Zeit, oder? Weniger Arbeit, weil keine Leute kommen dürfen. Nein, ich habe im Terminkalender nur noch Striche drin. Alle Fußwallfahrten jetzt im Mai weg. Es ist schrecklich. Alle Seniorenwallfahrten, die Gruppen. Keine Busse, nichts. Geht's euch ab? Und wir? Und wir? Keine Erstkommunion-Kindergruppen, keine Trachtenwallfahrt. Ja. Da ist der Freialtar. Ja. Da stehen ja dann 2000 Leute da. Ja, 2000 Trachtler taten da Trachtler? Stehen. Gell. Weg? Alles weg. Weg. Das ist anders geworden. Nicht bloß bei uns. Aber ihr bett's ja voll. Für das sind wir da. Ja, gut. Das ist unsere Aufgabe. Schauen Sie her. Moment, Distanz. Schauen Sie mal da um, da ist die Mutter Gottes. Genau da an der Stelle, wo wir jetzt stehen, hat sie im Traum dem Priester versprochen, allen, die mich hier verehren, werde ich meine besondere Hilfe zuteil werden lassen. Deswegen sind wir da. Deswegen sind wir da und deswegen zündet ihr Kerzen. Ja, deswegen steht die Kapelle. Gut. Die Mutter Gottes gibt Hoffnung und Trost. Und deswegen bin ich hinunter in die Gruft. Und hab für uns alle ein Kerzerl gezündet. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und noch was hat meine Oma gesagt. Zusammenhalten, nach vorn schauen, und dankbar sei für das, was man hat.